Ein Notruf erreicht Stefan Sindera und Paul Richter. Ein 5-jähriges Mädchen wurde angefahren. Der skrupellose Fahrer hat das verletzte Kind einfach zurückgelassen. Hi, Grosch. Hallo. Ganz vorsichtig, ne? Hallo. Hallo, guten Tag. Das hier brennt ein bisschen, ne? Ja. Wie geht's der Kleinen denn? Ja, sie hat Abschürfung, eine kleine Frau. Machst du das? Ja. Ich gucke nach Spuren. Hallo. Hm? Na? Hallo, wie heißt du denn? Lorena. Lorena, boah, das ist aber ein schöner Name. Und du hast dir wehgetan? Ja? Tut noch sehr weh? Oder ist alles jetzt ein bisschen besser? Ein bisschen besser. Okay. Ich bin der Stefan. Hallo. Das sieht auch. Lorena, kannst du mir denn sagen, was passiert ist? Ich wollte alleine über die Straße gehen und dann kam ein Auto. Dann kam ein Auto und das Auto hat dich nicht gesehen, hat nicht gebremst? Nee? Ich habe gesehen, du warst hier mit deinem kleinen Puppenwagen unterwegs, ne? Da wolltest du über die andere Straße. Wohnst du denn hier? Ach, du wohnst hier gar nicht? Wo wohnen Sie denn? Wir wohnen hier die Straße noch weiter. Wir wollten eigentlich zum Spielplatz gehen. Ja. Und sie hat heute ihren neuen Puppenwagen dabei gehabt und sie war so stolz. Und dann habe ich gesagt, sie darf alleine über die Straße gehen. Und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe doch ganz kurz mich weggedreht und auf einmal hat es diesen Schlag gegeben. Ich frage Sie mal gerade, was haben Sie denn gesehen? Eigentlich gar nichts gesehen, nur noch, wie der Kinderwagen wegflog und meine Tochter am Rand lag. Sie haben es gesehen. Geben Sie dem Kollegen mal einen Ausweis von sich, bitte einmal. Ja. Und Sie erzählen mal, ich komme mal zu Ihnen rum, und Sie erzählen mir mal, was Sie gesehen haben. Kommen Sie ruhig ein Stück zu mir. Ich komme hier die Straße entlang. Ja. Sehe hier so ein Auto, was hier um die Ecke kommt. Ja. Aber mit richtig Musik drin. Aus der Richtung, ja. Ne? Habe ich mich von den Rädern hier auch so gesehen. Musik drin und Schlangenlinie am Fahren. Mehr oder weniger Vollgas mit dem Gas am Spielen. Kommen die um die Ecke geschossen und sehe dann, wie das Kind hier anfahren. Beziehungsweise, den wie das hier alles auseinanderfliegt. Fahren dann da weiter. Ich musste auch noch zur Seite springen. Mehrere Insassen haben Sie gesehen? Ich habe vorne zwei gesehen, hinten ein oder zwei, das weiß ich jetzt nicht. Einmal einen Ausweis von Ihnen, bitte. Aber ich habe mir das Kennzeichen noch gemerkt. Das ist super. Oh, das ist super, das höre ich am liebsten. Ja, häufig ist es so, dass wir nicht alle Spuren sofort auswerten können oder auch zu wenig Spuren bei so einem Unfall haben. Dann sind die Zeugenaussagen von besonderer Relevanz. Auch wenn das in Anführungszeichen Aussagen sind, die manchmal von der Subjektivität etwas angegriffen sind. Das heißt, ein Zeuge sagt manchmal, das war ein rotes Auto und es stellt sich am Ende raus, es war ein grünes Auto. Wenn aber ein Kennzeichen zum Beispiel genannt wird oder auch nur ein Teil des Kennzeichens genannt wird, dann ist das für uns schon mal ein guter Anlass, weiter zu stochern und dann können wir schon mal einschränken. Dann noch eine Sache, Frau Weidmann. Das heißt, Sie waren jetzt bei dem aktuellen Unfall geschehen, waren Sie gar nicht mit ihr hier zusammen, ne? Doch, wir wollten gerade hier über die Straße gehen und es hat mein Handy geklingelt. Ich habe mich nur ganz kurz eine Sekunde zu meiner Tasche gedreht. Ich habe sie sonst immer an der Hand. Und dann war das schon alles passiert. Chris, ich habe ein Kennzeichen, ne? Ach, du hast schon? Ja, ja. Ah, super. Okay. Möchte die kleine Dame, die kleinere Dame mitnehmen? Ja. Nimm sie dir einmal an, sonst bleibt die Püppi ja hier. Wir haben den Kinderwagen an den Mann abgegeben. Wie hat sich denn der Fahrer verhalten, der sie angefahren hat? Der ist einfach weitergefahren. Ich verstehe das auch einfach nicht. Wie kann jemand ein Kind anfahren und fährt einfach weiter? Okay, ich habe jetzt vom Kollegen gerade gehört, wir haben ein Kennzeichen. Jetzt ist die Frage, haben Sie denn auch den Fahrer irgendwie gesehen? War das ein Mann, eine Frau? Ich kann gar nichts sagen, das ging so ich hab Infos. Schnell. Ach du, also du waren über den Fahrer hier, der Herr Frieling, der hier dazugekommen ist, der Nachbar. Ja. Der hatte mir das angegeben. Das Kennzeichen könnte für die Beamten der Schlüssel zum Unfallverursacher sein. Nur wenige Augenblicke später haben die Kollegen der Leitstelle den Namen des Halters ermittelt. Ja, besagte des Kfz ist zugelassen auf eine Nadja Fischer, 11.06.1979, wohnhaft in der Aue 89 in Köln. Gegen die Dame liegt nichts vor. Kannst du bei der vielleicht noch mal eine EMA machen? Weil wir haben da eine zweite Person im Fahrzeug, soll da mit gewesen sein. Das könnte dann vielleicht, weiß ich nicht, Ehemann, Bruder, Freund, vielleicht gibt es da irgendeine Info? Ja, wenn ich mich drum kümmere, kommen wir wieder. Ja, komm. Unterwegs erfahren die Beamten, die 39-jährige Fahrzeughalterin lebt mit ihrem Mann und einem Sohn zusammen. Die Beamten sind gespannt, wer wohl zuletzt mit dem Auto gefahren ist. EMA hat ergeben, hast du mitbekommen? Nee, alles, EMA habe ich nicht, die hast du gehört. Sohn und Mann, Ehemann. Ja, der Typ, sagst du zwei. Ja, dann machen wir aus 3 2. Guten Tag, die Polizei Köln. Frau Fischer? Ja? Frau Fischer, wir sind auf der Suche nach Ihrem Auto. Können Sie uns sagen, wo der sich befindet gerade? Nach meinem Auto? Ja. In der Garage. Zeigen Sie uns den mal gerade. Ja. Haben Sie einen Schlüssel dabei? Fürs Auto?
Fürs Auto oder für die Garage? Für beides. Vielleicht auch hier am besten für die Wohnungstür. Nicht, dass wir sich auch den Schlüssel mitnehmen, genau. Sonst stehen wir gleich vor verschlossener Tür. Würde ich jetzt sagen, von ihrer Art hat wahrscheinlich sie, nicht. War also nicht die Fahrerin. Ne? Sonst hätte ich gesagt, noch lacht sie. Ja. Der Kürze. Weil wenn ich ein kleines Kind anfahre, dann bin ich irgendwie an der Truppe. Genau. Die Frau wirkt gut gelaunt und daher unverdächtig. Paul Richter und Stefan Sindera wollen nun beobachten, wie sie beim Öffnen des Garagentores reagiert. Ups. Ja, da sieht schon mal schlecht aus, ne? Für uns hat sich gerade wir haben Sie gerade schon abgefragt. Sie wohnen mit wem? Mit meinem Mann und mit meinem Sohn Jonas. Okay. Und die benutzen das Fahrzeug manchmal? Nein, eigentlich nicht. Mein Mann hat einen eigenen Firmenwagen und mein Sohn ist 15. Der hat noch. Der darf dann in der Regel noch nicht fahren, ne? Okay, kann das sein, dass Ihr Mann den heute dann benutzt hat, weil vielleicht sein anderes Fahrzeug kaputt ist oder irgendwas? Nee, dann wäre der andere Schlüssel oben. Wie gesagt, ich habe gerade auch eben kurz, wir können auch kurz oben gucken, in die Schatulle geguckt. Der ist also nicht da, der Wagenschlüssel, und der andere liegt auch nicht. Okay. Ja, im Grunde, mein Mann gehört. Im Grunde genommen, ja, Ihr Fahrzeug, also wenn es jetzt keiner hat, von dem Sie jetzt Kenntnis haben, müssen wir das Fahrzeug dann als gestohlen. Das wäre die nächste Konsequenz. Wo ist denn der Sohnemann? Kann man den mal ansprechen? In der Schule. Davon wollen sich Stefan Sindera und Paul Richter später selbst überzeugen. Zunächst aber lassen sich die Polizeioberkommissare den Aufbewahrungsort für die Schlüssel zeigen. Also wie gesagt, die Schatulle ist immer so. Ja. Ja, gut, da kann jeder ran, ne? Ja. Aber wenn Sie sagen, der Mann ist mit dem Firmenwagen weg, was ja irgendwie ein bisschen Sinn ergibt, wie alt ist der Sohn denn? 15. Hast du gerade schon mal gefragt, ja, ne? Ja, eben. Also in der Regel 15-Jährige sind heute noch nicht bei uns auf den Straßen. Ich rufe einen. Schauen Sie mal. Ja. Genau. Ich habe noch eine Frage. Wenn Sie mal irgendwie hier weg sind, wer hat denn hier einen Ersatzschlüssel für die Wohnung? Keiner. Nee. Aha. Wir haben ein Versteck. Man könnte jetzt auch so ein bisschen rumfantasieren, vielleicht sind auch nur die Kennzeichen gestohlen, aber das ganze Fahrzeug ist ja weg. Von daher gehe ich schon davon aus, dass es halt wirklich Ihr Fahrzeug ist. Bitte? Da ist geknallt draußen. Ja, super. Ist er doch. So, guten Tag, meine Herren. Kommen Sie ruhig zu mir. Bleib hier! Ruhig. Noch gehen die Beamten davon aus, dass es sich zumindest bei einem der beiden Jugendlichen um den Sohn der Halterin handelt. Doch weit gefehlt. Euch kenne ich doch. Ihr seid doch die Freunde von Jonas. Wo ist denn Jonas? Und was? Was sind die beiden Kollegen denn? Das sind die neuen Schulfreunde. Also wir sind gerade erst umgezogen. Die neuen Schulfreunde von meinem Sohn Jonas. Ja. Und ja, mein Auto, aber nee, wir haben nichts damit Jonas? Zu tun, das war Jonas' Idee. Was? Vor dem Baum zu fahren? Okay, ein Moment. Was war Jonas' seine Idee? Ja, mit dem Auto zu fahren, also... Ja. Okay. So, der Herr Görres ist gefahren. Ja. Jetzt? Jetzt sind Sie beschuldigt am Strafverfahren. Ach so, also seine Idee war, mit dem Wagen zu fahren. Genau. Also ich weiß ja, dass der 15 ist. So, der Kollege ist 16. Wenn du mir jetzt mal deinen Ausweis gibst, dann erfahre ich auch gleich, wie alt du bist. Ja, gerne. Ich tippe mal, du bist auch wahrscheinlich erst 15 oder 16. Sehe ich das richtig? 16. Siehst du, der Heinsberg ist 16. So, Fischer, Sie kennen die jungen Männer, dann, aber... Dann ist klar, dass ihr alle nicht Fahrzeug fahren dürft, ne? Das ist schon neu klar, für dich in Deutschland, dass man einen Führerschein braucht. Das könnte auch meinen Kollegen fragen, das war nicht unsere Idee. Ihr wurdet gezwungen. Wer war das? Der böse Mann im Wald, der euch gezwungen hat, oder was? Die Idee von ihrem Sohn. Was, Jonas? Ja. Ich bitte euch. Hallo? Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Ja, okay. Frau Fischer, waren Sie mal gerade. Ich mach die Abfrage eben. So, ja, mach mal. So, kommen Sie mal zu mir hier gerade. Während Paul Richter die Verdächtigen vernimmt, taucht plötzlich der Sohn der Halterin auf. Noch ist unklar, ob der 15-Jährige ebenfalls an der skrupellosen Fahrerflucht beteiligt war. Möchten Sie mir eine Geschichte erzählen, was heute passiert ist? Die zwei Jungs wussten, dass ich heute allein zu Hause bin. Meine Mutter hatte Frühschicht und ist mit dem Fahrer weggefahren. Und die beiden, die sind zu mir einfach nach Hause gekommen, haben gesagt, ey, komm, lass heute Schule schwänzen oder so. Ja. Und ich wollte gar nicht Schule schwänzen. Die so, ja, komm, selber keinen Spaß haben. Und ich so,
Die sind dann einfach ins Haus reingelaufen, haben das Autoschlüssel von meiner Mutter geklaut. Ja. Du hast gesagt, nimm den Schlüssel, wir machen eine Spritztour. Das war nicht unsere Idee, das war deine Idee. Bist du blöd, du bist einfach reingelaufen, hast den Schlüssel genommen. Das war doch deine Idee, Mann. Außerdem, was für die Schule schwänzen, war auch deine Idee. Ja, genau, warum soll ich Schule schwänzen? Ich bin eh doch gut in der Schule, warum soll ich das tun? Ja, du willst ein bisschen so einer cool machen, so dies, das. Okay, jeder hat nachher die Möglichkeit, seine Version zu erzählen. Jetzt hören wir uns erstmal deine an. Okay, vorbei. Moritz ist dann reingeschirmt, hat den Autoschlüssel geklaut, hat mich weggeschubst und ist dann zur Garage gelaufen, hat das Auto geschnappt. Ich bin hinterhergelaufen, dachte, wollt ihr aufhalten, gesagt, nein, hört auf, hört auf mit dem Mist. Nein, die sind einfach ins Auto reingegangen, haben gesagt, ja komm, seid doch nicht so Spaßbremse oder so. Und da habe ich mich sozusagen mitreißen lassen, habe gesagt, ja, okay, bin dann mit ins Auto reingeschieden, wir sind dann wie die Verrückten. Wer ist denn gefahren? Moritz. Moritz ist gefahren. Die ganze Zeit? Der ist die ganze Zeit gefahren. Der ist dann wie ein Irrer, ist er losgefahren mit lauter Musik. Du bist weiß, doch gefahren, ich. Alter. Lauf doch keine Scheiße. Hey, wie soll ich ein Auto fahren? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, na und? Das ist doch kein Grund, trotzdem nicht zu fahren. Hey, sag mal leise jetzt. Auf jeden Fall, er ist dann wie so ein Verrückter hier so in Schlangenlinien herumgefahren mit lauter Musik. Und dann seid ihr durch eine Spielstraße gefahren. Ja, genau. Und da irgendein kleines Kind ist dann vor das Auto gelaufen. Geht es dem kleinen Kind gut überhaupt eigentlich? Der geht es den Umständen entsprechend gut. Der hat eine Geschirrwunde. Okay. Und wenn man sowas macht, wenn man einen Unfall verursacht, man sieht, da kommt eine Person zu Schaden, was sollte man denn dann in der Regel machen? Ja, eigentlich die Polizei anrufen, aussteigen. Ja, erst Hilfe, nein, der ist wie ein... Du hast gesagt, scheiße. Du, ich hab gesagt, komm, bleib stehen oder so. Okay. Lass den kleinen Kind helfen, du bist wie ein Verrückter weitergefahren. Okay, verstanden. Komm mal klar. So, war das Ihre Version von der Geschichte, der war andersrum? Er hat sie angestiftet, er hat gesagt, wir schwänzen. Und dann hat er gesagt, komm, wir nehmen das Auto. Er hat gesagt, das ist in Ordnung, wir nehmen das Auto nehmen, ein bisschen rumfahren. Ja. Und dann gesagt, ja. Und haben Sie sich alle drei gedacht, mit Ihren 16 Jahren, das ist eine gute Idee. Ja, das war ja alles cool. Er hat gesagt, er kann fahren. Nee, das ist überhaupt nicht cool. Ihr sollt in der Schule sitzen und sollt gucken, dass ihr euer Abi oder euren Schulabschluss bekommt und nicht mit wildfremden Leuten Autos durch die Gegend fahren und irgendwelche Leute anfahren. Und wenn ihr merkt, dass sowas sowieso in die Hose geht, dann steigt man aus und sagt, scheiße, wir haben mit Zitronen gehandelt. Und entscheidet sich nicht dann zwischendurch, ja, wir büchsen mal aus und machen hier eine Fahrerflucht, was noch ein Straftatbestand ist. Die kriegt ihr alle drei von mir geschrieben. Das ist mir total scheißegal. Die Beamten sind zur Neutralität verpflichtet. In diesem Fall klingt die Aussage des 15-Jährigen allerdings weitaus glaubwürdiger als die seiner Kollegen. Wie gesagt, wir müssen jetzt auch die Aussagen ihrer Kollegen aufnehmen, ja, was die sagen. Egal, ob ich ihnen jetzt glaube oder nicht. Wobei ich geneigt bin, ihnen zu glauben. Okay. Ja? Das tut mir leid trotzdem. Frau Fischer. Anzeige kann ich noch erstatten wegen Diebstahl? Das machen wir auch. Ja. Das machen wir auch so gegen die beiden. Ja. Nehmen Sie den Fahrzeugschlüssel bitte an sich. Er steckt im Zündschloss. Ja. Dass der so lange bei Ihnen bleibt. Machen Sie es jetzt bitte. Ja. Bis das Verkehrsunfallaufnahmeteam kommt. Die müssen das Fahrzeug einmal abfotografieren. Sie haben vorne leichte Beule auf der linken Seite. Ich vermute, das ist von diesem Puppenwagen. Lass abdüsen. Ne? Würde ich sagen. So, lassen Sie sich eine Lehre sein. Sie kriegen aber Post, ne? Sie haben alles verstanden, ja? Ja, ich habe alles verstanden. Okay. Frau Fischer, kriegen Sie Post, ne? Ja. Gehen Sie anders. Nehmen Sie den jungen Mann nochmal ins Gebet. So läuft's nicht. Nee. Ja? Die Spurensicherung konnte nachweisen, dass der Schulfreund Moritz tatsächlich am Steuer gesessen hat. Er muss sich nun vor einem Jugendgericht verantworten.